Hallo? Ihr? Na Max, kannst du das? Autobahn, Pupser, Landstraße, Furz und Fußwegrandallee. Alter, was ein Traum! Das ist... Das fühle ich, Alter, das ist so richtig Respekt. Du bist mein Held. Respekt, aber gut, wer auch alle Videos guckt, der kann das auch früher oder später. Ich habe jetzt vorproduziert wieder massig Videos. Sechs Stück, glaube ich. Mit unserem Vogelrett-Video inklusive. Und ich habe schon gedacht, ich habe schon viel mehr Videos online, wa? Das sind noch gar nicht so viele auf dem Kanal. Ich weiß es gar nicht, wie viel hast. Na, keine Ahnung, das werden jetzt vielleicht so an die 100 sein, wenn überhaupt. Das ist so. Ja, da müssen noch ein paar kommen. Was? Aber deswegen sind wir ja wieder unterwegs. Und ich glaube, Max, du entwickelst dich langsam zum Stamm. Stammvloggast. Oh, Stammvloggast ist auch ein schöner Name. Treffen uns mit noch so einem bekloppten Hansel. So, mal gucken, was wir heute retten. Bestimmt kein Vogel. Ja. Wo führst du uns hier eigentlich lang, Alter? Kennst du nicht? Tja, siehst du, ich sag mal mit dir. Ganz, ganz neue Dimensionen erreichen wir hier. So, ihr musst immer aufpassen, weil hier scheißen und schießen die manchmal rum wie die Bekloppten. Schön ist es auf der Welt zu sein, sagt das Pferdchen zu dem Stachelschwein. Aber wenn dir danach ist, weißt du, darfst in den Motorvlogs darfst du gerne singen. Ah, guck mal, er ist doch schon da. Das tue ich den Leuten nicht an. Da ist der alte Mann. Tag gesagt. So, und sonst so wie? Bescheiden. Warum? Ein Herzberg ist mir einmal ausgegangen an der Ampel. Was hast du denn für Schmerzen? Weiß ich noch nicht so genau. Ich tippe mal Batterie, so richtig starten hat sie auch nicht wirklich immer Lust. Okay. Und die Drehzahl ist im Stand ganz schön weit unten. Muss ich mal hochschrauben. Ich glaube, wir verlieren heute einen. Super, und dann muss er da drauf drücken, dann sagt er dir Open Mesh Kanal 1. Nee, Kanal OP1. Und dann bist du in uns drin. Und der labert mich auch. Eigentlich müsste die zweite Seite noch auch labern, oder? Ja, rein theoretisch schon. Jetzt darfst du hier drauf drücken? Genau. Ja, und jetzt gleich, wenn wir hier ganz romantisch miteinander reden, müsstest du... Ja, das funktioniert. Ah, da ist er. Perfekt, sehr schön, alle drei zusammen. Achso, ich nehme übrigens auf, hast du ein Problem damit? Nö. Gut, wenn nicht, ist mir das doch egal. Oder wenn doch, das ist ein Problem. So, Döner essen hat sich ja nun erledigt. Genau. Wo fahren wir hin? Du bist hier der Ortskundige. Ach du Scheiße, jetzt geht es wieder los. Du, beim letzten Mal seid ihr auch schon entscheiden, wo wir langfahren. Aber komm, das letzte Mal war geil, hast du gut entschieden. Letztes Mal waren schöne Stellen. Ja, die waren wirklich geil, die Strecken, ja. Wo sind wir denn lang gefahren? Du schleifst. Ständerschleifer. Oh Gott, der ist wirklich ein bisschen laut. Krass, Alter. Redest du laut oder ganz normal? Rede relativ leise. Sehr schön, so bleib bitte. Genau. Alter, krasse Rotze. Na. Bei der Fahrt schreit. Nein, hör auf zu schreien. Jetzt geht das wieder los. Ganz normal ausmachen. Ich glaube, das dauert eine Weile. Ja. Glaube ich auch. Hast du Batterien mal nachgemessen? Die war vorhin noch voll. Frisch geladen. Okay. Ein Moment. Hält man nochmal aus. Verrückt. Teig schön auf Band. Mach mal Blinker aus. Naja, nervt mir nichts. Verbrauch deine Batterie nicht so. Warte, ich mach's Licht auch noch sicherheitshalber aus. Ich glaube tatsächlich, dass meine Lichtmaschine breit ist. Na, muss ich unbedingt. Laderegler vermute ich eher. Das ist meistens das, was hops geht. Kann auch sein.
Ey, du musst übrigens aufpassen, Max. Kennst du die Strecke hier? War doch normalerweise vor kurzem aus 70, ne? Ja. Ja, die haben sich Schilder abgenommen, muss aufpassen. Echt? Ja. Lol. Ist nicht mehr 70. Ich wollte gerade sagen, war auch immer 70. Ich habe mich vorhin gewundert, warum die so schleichen. Ja. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja. Illegale Straßenrennen, Polizei! Das ist kein Straßenrennen, solange wie nur einer davon fährt. Ich wäre einfach dafür, Max, du fährst ran, machst Container auf, ich spring rin, guck was drin ist und schmeiß dir ein paar Sachen raus. Hey, ich bremse den vorher raus, ja? Dann ja, braucht er nicht so schnell machen. Ich hole nächste Woche Donnerstag, hole ich den Isuzu D-Max für 5 Tage ab. Und dann geht's ab durch den Tagebau. Hochinteressant. Ja, wa? Boah, Alter, sei nicht so laut. Ich versuche jetzt schon leise zu sein, aber mir ist die Karre gerade unterwegs ausgegangen, mit einer Kurve. Oh, echt? Das ist schlecht. Die nimmt kein Gas mehr an. Richtig? Nein. Jetzt geht das schon wieder los. Ey, ich hab doch gesagt, wir verlieren heute noch einen. Hörst du das? Ja. Das klingt nicht gesund, du. Wird Zeit, dass du dir eine neue kaufst. Ich weiß auch schon, glaube ich, woran er liegt schon wieder. Ich muss die gleich mal kurz ausmachen, wenn wir drüben sind. Du hast den falschen Blinker an. Echt jetzt, der Blinker hat's gemacht? Ich glaube, ich eigentlich an der richtig wird. Alter, Maschine zieht keinen Strom. Das erklärt auch, warum jemand beim Blinken gerade so hochgetourt hat, beziehungsweise runter. Jetzt hast du Blinker aus, jetzt seht's wieder, ja? Ja, Blinker ist aus, jetzt läuft so vernünftig. Okay. How much is the fish? Au. Jetzt weiß ich, was du meinst, bitte ich schreie dir ans Ohr. Ja, siehst du? Genau. Basti, was sagst du eigentlich zu meinem Bremslicht? Kann man das erkennen beim Fahren, ja oder nein? Kommt drauf an, bremst doch mal. Ah ja. Ja, das ist mehr. Danke. Das ist mehr Rücklicht als Bremslicht. Danke, meine Meinung. Endlich bestätigt mir das einer. Möchtest du mein Händchen halten? Snooki, komm her! Scheiße, der kommt! Oh, da liegt Liebe in der Luft. Ist so. Scheiße! Was machst du denn du? Wolltest du gerade mein Motorrad ausmachen? Nein, wie kommst du darauf? An Max blinken. Oh, Alter, fahr gefallen, Junge. Ja, ja. Ach, der heilige Scheiße. Na los, jetzt zeig mal was, Alter. Dann haben wir nämlich einen Videotitel. Und aus. Zeig mal, was du kannst. Schrei nicht so. Mach mal ein bisschen leise hier. Alter. Aber. So, jetzt würde ich sagen, jeder einmal bei Max auf die Karre drauf und dann Attacke losen Runde. Amma, help me! Los, ich hab mal Schub, Alter. Hey, Digga, ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, auf der Strecke zu fahren. Weiß und, macht Spaß? Ja, klar, richtig, also ich hab voll meinen Spaß hier. Ja, Achtung, Spitzkurve? Ja, aber. Ja. Hör auf zu stöhnen, Alter. Lass mich, Alter, ihr wisst nicht, wie anstrengend das ist. Ihr gebt doch einfach mehr Gas, dann ist es nicht so anstrengend. Warum? Hat sie zeigt gleich mit seiner CBR, wie das geht. Genau. Oh ja, das will ich sehen. Dann haben wir wirklich einen Videotitel. So, jetzt schön Gas nehmen und schön hier hochspringen, dass ich ein schönes Finish habe, ja? Los. Feuer frei. Ja, los. Richtig schön. Ja, ja. Oh, aua. Aua? Warum aua? Ja, jetzt kannst du ein richtig schönes Foto machen hier. Ja, los jetzt. Ja, das Hinterrad war kurzzeitig in der Luft. Ja, das bin ich nicht mehr, ja. Wo willst du denn? Der will noch mal springen. Komm, fahr! Der will noch mal springen, das ist seine Intuition. Das war ein bisschen schnell vielleicht. 3 Tage später.
Hallo, da sind wir wieder. Nach Akkuwechsel. Und Justin hat uns inzwischen verlassen. Grüße hier nochmal raus. Max, hi. Max trödelt gerade. Hi. Ja, ich will nicht so schnell fahren, hab ich doch gesagt. Ja, ich fahre doch bis 100. Ne, nicht mal, ich fahr 90. Ja, reicht doch völlig zu. Achso, du möchtest jetzt ganz gemütlich über die Landstraße cruisen. Okay, alles klar. Ja. Dann machen wir entspanntes Cruising. Mein Akku ist sehr niedrig vom Sena. Echt, ja? Ja. Hast du nicht geladen? Tatsächlich nicht. Oh. Na toll. Dann hoffen wir mal, dass das jetzt hier noch die... Naja, dann wirst du weit weg sein, höchstwahrscheinlich. Also ich weiß nicht, ich habe ja eine Handyhalterung. Kann ich es anstecken und trotzdem weiterquatschen? Na, ist das Kabel? Ich hab ein Mikro-USB-Kabel dabei, ja. Na, meinst du, dass das so lang, dass du bis da hochkommst? Ja. Echt? Keine Ahnung, müssen wir mal probieren. Hab ich noch nie probiert. Warte, dann fahren wir hier mal gleich, da wo das Umleitungsschild ist, rechts ran. Das würde mich jetzt mal auch interessieren. Ich kann dich ja. Ich kann ihn dir ja reinstecken. Alter, hast du denn, Alter, deine Taschen, Junge? Viel. Oh ja, komm her, warte mal, ich steck dich erstmal hinten. Oh, jetzt habe ich dir aus Versehen am Knopf gedreht. Oh, scheiße. So. Ja, schön. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt lädt, ne? Ja, warte mal, ich auch nicht. Komm mal, dreh mal deinen Kopf ein bisschen, weil normalerweise leuchtet dann eine LED. Nö, bis jetzt noch nicht. Nö, da leuchtet nicht. Ah, scheiße. Geht nicht. Warte. Hallo. Ach nee. Ich dachte, das ist gerade voll spackig aus, was du hier machst. Guck mal. Oh doch, warte mal, ich glaube. Ja, ja! Es leuchtet! Es leuchtet! Das ist jetzt wirklich nicht funktioniert. Ja, keine Ahnung, das soll man gleich merken, wa? Das sieht so scheiße. Also, ich muss. Ja, mit nur umgucken muss ich mich ein bisschen aufpassen, wahrscheinlich, aber ansonsten. Ja, geht's. Du solltest vielleicht ein bisschen. Aber gut, wenn der Akku so hält, ist ja geil. Also wenn das jetzt wirklich funktioniert. Das sieht voll geil aus im Rückspiegel mit dem weißen Kabel da. Also ich habe auch noch ein 2 Meter langes rotes. Ja, da kann ich dich notfalls noch an mir hier an meine Halterung ranstecken. Läuft eigentlich Kamera, ja, wa? Ja, natürlich. Ja, perfekt, Digga, sieht man das auch noch. Ja. Ich hab auch schon den Titel für das Video. Notverkabelung. Ach Gott. Aber hey, passender Titel auf jeden Fall. Ja, wa? Oh, bei der Umdrehung vibriert der Tank immer so schön an den Nüsse. Bei mir vibriert alles, egal bei welcher Drehzahl. Jetzt versteh ich, warum du vorhin gesagt hast, du bist nass. Die denken sich auch, was ist mit dem falsch, mit dem weißen Kabel. Musst du sagen, ist mein Defibrillator, Junge. Naja. Ist mein Herzschrittmacher. Man massiert meine Ohrläppchen. Ja, wir müssen. Geh dich mit! Oh, ist das ein schönes Bild, wie du von der Sonne angestrahlt wirst. Mit dem weißen Kabel im Ohr. Oh, ist das romantisch. Ja, zieht man noch raus. Ja, so ist entspannt, oder? Ja. Ein Tick schneller können wir runterfahren. Warte, wir sind jetzt bei 70. Ja. Oh, 80.
Mehr traue ich mich nicht. Haben wir uns die Sim nicht einholen, ist alles gut. Ja, war, nee, da gehen wir noch ein bisschen Jass. Einholen lassen wir uns nicht, dann wird es ja peinlich. Wir können es ja erst überholen lassen und dann vorbeiziehen. Ja, geile Idee. Das sieht so copy aus mit dem Kabel, Alter. Hör auf zu lachen. Nein, mach ich, so, mach ich nicht. Das ist unangenehm. Fühlst du dich gemobbt oder was? Was? Nein. Es ist dezent peinlich. Tja. Wenn ich hören will, der muss fühlen. Ja, ja. Aber ist doch schon mal gut zu wissen, dass es funktioniert. Halten wir mal bei der Tanke an. Willst du? Musst du? Also ich muss nicht, aber ich würde gerne. Naja, dann. Oh scheiße, jetzt muss ich ja das Sinn auch abstecken. Aha. Fragen Sie? Wenn mein Kollegerin kommt, ja, fragen Sie einfach mal, was ist das weiße Kabel am Helm? Mehr nicht, denn ich verarsche ihn nämlich gerade damit die ganze Zeit. Genau, was das für ein weißes Kabel am Helm ist. Ah, was drin? Schön. Ich bin gespannt, ob die wirklich fragt. Das wäre geil. Das würde ich feiern. Dann Ehre, Alter, Ehre. Hat sie dich was gefragt? Hat sie dich was gefragt? Ja, du gesagt, ob es halt mit dem Gerät klappt. Ich will nicht immer so mit der Karte. Ich habe nämlich gesagt, ich pass auf, ich verarsche gerade meinen Kollegen draußen die ganze Zeit mit seinem weißen Kabel. Ich, wenn er rinkommt, fragen sie mal, was ist das für ein weißes Kabel am Helm? So, keine Ehre, Alter. Keine Ehre. Keine Ehre. Abreißen. Ah. Zählt eigentlich der Kilometer schon rückwärts, wenn ich jetzt einen Kilometer zurückrolle? Ah ja. Ist mir zu weit gewesen, der Weg, weißt du? Kilometer sparen. Schönen guten Tag, junger Mann. Sagen Sie mal, dürfte ich Sie mal fragen, was das für ein weißes Kabel da bei Ihnen ist? Das ist für Deko. Und das Kabel bringt plus 20 PS. Kann ich nur empfehlen, weißes Micro-USB-Kabel. Na, okay, schwarz ist scheiße, ja? Ja, schwarz bringt minus 20. Ah. Alter, das sieht einfach nur geil aus gerade. Ja. Wie du im Rückspiegel da auch noch mit der Sonne, schon geil aus. Ach, ich bin halt einfach eine Beauty. Ja, bist schon ein Stück weit sexy, ja, muss ich schon zugeben. Ja. Das Licht betont meine sexy Figur. Ja, und besonders das weiße Kabel. Oh, fahren wir hier links. Oh, geiles Thumbnail. Nicht so schnell, nicht so schnell. Warte. Halt mal, mit der rechten Hand machen wir Peace. Mit der rechten? Ja. Machst du? Ja. Heb hoch, Mann. Ich sehe das doch nicht. Sonne. Hochhalten. Oh. Ja, in der... Oh. Hier wieder in die Spur. So, warte mal. Warte. Bleib du so. Und jetzt rechte Hand hoch und Peace. Was will ich? Was ist denn da so schwer so zu machen, Mann? Gas geben muss! Oh, wie ist das schön. Also ich fühle mich gerade wie so ein kleines Kind mit den Beinen hier vorne drauf. Ja, das sieht doch ein bisschen danach aus, ehrlich gesagt. Oh,
jetzt bist du wieder ein Sonnenschein. Ey, warte mal. Halt mal hier an. Mach mal Leerlauf. Pass auf, wir steigen. Ein Stück müssen wir noch. Wir machen mal ein Foto mit den Bikes auf der Straße hier. Warte mal. Das jetzt so in etwa hinhaut hier. Hier könnte ganz gut passen. Ja. Stellen wir mit den Spitzen zueinander. Muss ich jetzt umdrehen oder was? Nee, du, so. Mal hin. Stell mal ab, schnell. Mach hin. Lach nicht. Ich glaube, der bleibt stehen. Er fährt extrem langsam. Ja, mein Tankdeckel ist doch noch, sag doch was. Was ist? Mein Tankdeckel war noch hochgeklappt, mein Spoiler. Mein Spoiler. So, jetzt muss ich erstmal wieder meinen Sehner anstöpseln. Ja. Gott, oh Gott. Ich bleib lieber hinter dir. Das sieht komisch aus, was du hier machst. Quatsch, das sieht absolut professionell aus. Also so, fertig. Hast du? Ja. Guck mal, lädt wieder. Warte. Lädt wieder. Warte. Oh. Zieh mich mal. Ich bin im Leerlauf. Zieh mich! Soll ich mich ziehen? Nicht dich! Also, wir können doch noch mal kurz anhalten. Warte. Ja, ich glaube, das leuchtet. Ich glaube, keine Ahnung, das ist so schwach. Ja, das leuchtet so schwach wie dein Bremslicht. Der passt. Na, ich hoffe, der will jetzt hier nicht hoch aufs Feld. Na, ich passe hier noch nicht. Bei mir sieht das noch scheiße aus. Hand mal hin, Alter. Hey, Clay, ist die Sonne weg? Ja, warte. Clay im Start. Was ich nervig finde, meine eine Kamera. Was hast du davon? Ist mein Kabel runtergefallen? Ja, toll! Hey, Fernkabel! Ich möchte auch mal kabeln. Ich habe auch eins, aber meins ist schwarz. Was hast du gesagt, der minus 20 Dings, wa? Ja. So, was hast du davon? Du hast mehr als genug PS. So. Hm? Knöpfchen gedrückt. Schön ist es, oder? Wenn jetzt die Mücken nicht werden, wird noch schöner. Ja. Das, was ich schon immer mal probieren wollte. Schön, oder? Max, komm mit in die Nähe. Nee. Warte. Ja, die Verabschiedung noch drehen. Kira, komm mal her. Komm mal her. Kira. Egal. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt dran, Kanal. Abonnieren, randalieren. Und jegliche, genau wie die beiden hier, ja, so richtig... richtig Stress machen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video mit eventuell Max wieder am Start und reingehauen. Bleibt gesund.